Und damit begrüße ich euch zurück zum großen Finale der Tour de France 2020. Gut, großes Finale ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das hatten wir eigentlich die letzten Tage ja schon. Jetzt geht's auf die Champs-Élysées, wir sehen schon, das Publikum ist frenetisch, fanatisch, was auch immer. Es gibt eine schöne kleine Abfahrt, sieht ein bisschen aus wie so eine Rasierklinge, nicht so richtig schön vom Profil her. Aber gut, wir werden heute eh nicht besonders viel am Start haben. 56 Kilometer sind das, die können wir gemeinsam mit Nairo Quintana bestreiten. Tagesform ist egal, wir verlieren bestimmt keine 13 Sekunden mehr. Auf jeden Fall eine der knappesten Tour de France der letzten Jahre, vielleicht sogar aller Zeiten. Caleb Ewan, ich weiß gar nicht mehr, wie groß der Abstand damals beim Zeitfahren auf der Champs-Élysées war. Das wird ja dann immer wieder gesagt. Mit Greg LeMond, glaube ich, war das. So, Nairo Quintana mit einer schlechten Tagesform, das kann er sich jetzt auch leisten. Wir halten jetzt auch heute mal mit Clément Rissot nicht in den Sprint rein, sondern schauen uns einfach nochmal die Triumphfahrt auf der Champs-Élysées an. Werden natürlich auch ein kleines bisschen vorspulen. Meine Freundin saugt immer noch im Nachbarzimmer. Wir sind noch in der Ego-Perspektive, die wechseln wir jetzt gerade mal. Und wir sind schon in den Pariser Vororten, in den Banlieues. Sieht eigentlich total schön aus. Da hinten haben wir den Eiffelturm. Beschützen uns nochmal ein klein wenig und dann spulen wir vor bis zur Champs-Élysées. Die Ausreißergruppe ist uns erstmal egal. Stürzen kann man hier, glaube ich, im Spiel ohnehin nicht wirklich. So, jetzt nehmen wir aber die erste Überfahrt mal mit auf die Champs-Élysées. Hier ist Yates vorne mit dabei. Pozzovivo, auch hier bei uns Etappensieger, glaube ich, gewesen. Hat sich dort eine Etappe geholt. Nairo Quintana mit Winner. Anaconda an der Seite. Besser geht es ja gar nicht, als mit einem Sieger an der Seite das Ganze zu bestreiten. Hier dann der letzte Kilometer, der bei der anderen, beim Pro Cycling Manager wird das falsch angezeigt. Da bin ich einmal drauf reingefallen und mit Peter Sagan viel zu früh raus. Dieses Mal habe ich das, glaube ich, besser gemacht. So, die erste Durchfahrt haben wir quasi geschafft. Wir spulen ein bisschen vor, können gleich nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen. Leider kann man ja hier dann das Spiel nicht weiterlaufen lassen, deswegen ist das ein bisschen schade. Aber wir müssen jetzt hier nicht mehr ewig durchgehen. Ich glaube, so spannend wird es auch nicht mehr werden, auch wenn da hinten jetzt gerade so ein paar kleine Lücken reißen. Die Sprinterteams müssen das Tempo machen. Wir sehen, Cofidis macht das wahrscheinlich für Elia Viviani. Jetzt allerdings der Vorsprung über 3 Minuten für die Ausreißer. Also das wäre der erste Ausreißersieg seit Jahrzehnten. Ich glaube, seit Alexander Vinokurov hat das keiner mehr geschafft. 25 Kilometer sind es noch. Wenn sich hier keiner findet, dann wird das auch kein Sprint mehr werden, Jungs. Mal schauen. Jetzt hat auf jeden Fall Lotto Sodal mal den Anruf aus dem Auto bekommen. Hey, wir haben Caleb Ewan noch dabei. Der ist gar nicht aus der Karenzzeit gefallen auf der 18. Etappe. Den können wir doch mitnehmen. Und dann ja, wird jetzt mal ein bisschen schneller gefahren. Vorsprung sinkt jetzt auch. 3,37 ist trotzdem auf 23 Kilometer im Flachen schon noch ein ordentlicher Happen, den man da auffahren müsste. So, deswegen schauen wir nochmal ganz kurz hin. Wie sieht es denn jetzt in den Wertungen aus? Also Nairo Quintana mit einem Wimpernschlag von 13 Sekunden noch vor Egan Bernal. Fuglsang mit 39 Sekunden, Roglic 47 Sekunden Rückstand und dann sind die Abstände schon etwas größer. Die französischen Hoffnungen, Pinot und Alaphilippe haben sich hier auch nicht erfüllt. Emmanuel Buchmann mit 8 Minuten auf der 7. Dann haben wir noch Simon Yates, Romain Bardet und Geraint Thomas in der Gesamtwertung. Das Bergtrikot geht an Ben Hermans vor Schachmann. Caleb Ewan im grünen Trikot auf der 1, Ackermann auf der 2. Nachwuchsfahrerwertung geht an Egan Bernal und das beste Team ist das Education First Team vor dem Team Ineos. Die Kampfgeistwertung geht an Ben Hermans. Da haben wir, glaube ich, gar nichts zu melden mit. Wahrscheinlich ist da unser bester Fahrer auch Nairo Quintana, als er da die paar Kilometer den Berg hochgefahren ist, alleine nach Meribel. Mehr Ausreißversuche hatten wir tatsächlich hier bei der Tour de France nicht. Alles für den Dackel, alles für Quintana natürlich. So, 18 Kilometer sind es noch. Dann gehen wir nämlich ja jetzt auf die letzten 10 Kilometer der Tour de France. Eine Runde fahren wir noch. Und dann ist meine Freundin hoffentlich auch fertig mit Staubsaugen. Sie hätte jetzt auch die paar Minuten noch warten können, aber naja, kann ja nicht alles haben. So, mit der Nummer 115, da wird nochmal kurz ins Walkie-Talkie gesprochen. Die letzten 10 Kilometer im gelben Trikot für Nairo Quintana. Wie gesagt, 13 Sekunden, das muss eine der knappsten Tour de France, wenn nicht die knappste überhaupt gewesen sein. Oder waren es damals nur 10 Sekunden bei Greg LeMond? Ich weiß es einfach nicht. So, noch einmal um den Arc de Triomphe rum. Tommy Haas vorne für Cofidis am Start. Hat jetzt ja umgesattelt von Tennis auf Radsport und auch die Nationalität hat er gewechselt. Das Aussehen
die DNA, einfach alles. Philipp Gilbert fährt das an. Jetzt der Vorsprung immer noch bei 1,50. Also Leute, das wird nichts werden. Calm Jean vorne in der Spitzengruppe mit Remy Cavagna. Skuyens ist da rausgefallen. Die fahren anscheinend auch ein Mordstempo. Wir bleiben einfach mal jetzt hier in vorderster Position. Wir wollen da nicht mehr in den Sturz verwickelt werden. Rowan Dennis, Maximilian Schachmann schauen sich jetzt mal schön unseren Popo von hinten an. Dann geht es gleich noch einmal durch den Tunnel durch. Immer noch 1,40 der Vorsprung für die beiden Ausreißer. Skuyens wird jetzt gleich aufgefahren. Remy Cavagna von Calm Jean vorne auch noch abgehängt. Dann halten wir hier noch mal ein kleines bisschen in den Sprint rein. Wir haben ja wirklich einen super Regenerationswert. Der führt dazu, dass wir heute die Etappe jetzt im Sprint für uns gewinnen werden. Da war Nathan Haas ein bisschen sauer, dass wir ihn eben als Tommy Haas bezeichnet haben und fährt uns nochmal in die Parade rein. Elia Viviani hängt sich da jetzt an sein Hinterrad. Der Europameister, der vormalige Europameister. Ist jetzt ja Giacomo Nizzolo, also die Italiener behalten das Trikot. So, 1,35, der Etappensieg wird an Calm Jean gehen. Also der erste Ausreißersieg seit langem mal wieder auf der Champs-Élysées. Jetzt hängen wir uns mal an Jasper de Beust dran. Da kommen wir gerade nicht so richtig hin. So, hängen wir uns mal dran und schauen mal, was so geht. 1,6 Kilometer. Da ist John Degenkolb. So, wir sprinten jetzt hier einfach mal mit Nairo Quintana. Das wird natürlich nichts werden. Wir sehen schon, die Konkurrenz ist deutlich stärker als wir. Aber wir machen das in der Zeitlupe im gelben Trikot. Wir gewinnen die Tour de France mit Nairo Quintana und Akea Samsic. Ein Riesentriumph natürlich. Damit hätte, denke ich mal, keiner gerechnet. Boah, das war aber echt auch ein hartes Stück Arbeit, muss man sagen. Und wir haben ja vorher gesagt, ja, Top 5, Top 10 mit Nairo Quintana, das wäre schon echt nice. Das war auch mit Alaphilippe genau so der Fall. Aber dass wir das dann so gut gestalten, das war dann, wie gesagt, auch die Glücksfee, die uns ein klein bisschen geküsst hat. Und man muss vor allem auch sagen, gut, dass wir auf der 19. Etappe, auf der 18. Etappe nochmal ein paar Sekunden rausgefahren haben auf die Konkurrenz. Das können tatsächlich die entscheidenden Sekunden gewesen sein. Fällt mir aber auch erst jetzt so richtig auf, dass das ja auch nochmal war. Mann, Mann, Mann. Also, Tour de France geht nach Kolumbien. Kolumbien verteidigt den Titel, auch wenn es jetzt in einer anderen Person ist. Calm Jean holt sich den Etappensieg und Nairo Quintana gewinnt die Gesamtwertung. Nairo Quintana, ganz genau. Caleb Ewan, Ben Hermans, Egan Bernal und die Teamwertung wird hier nicht nochmal eigen dargestellt. Trophäe erhalten unter den Legenden. Ich weiß gar nicht, ob das oben eingeblendet wird, das mit aufgenommen wird. Ich glaube aber schon. Also wir haben auf legendär auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit Nairo Quintana die Tour de France gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen. Hätte auch nicht gedacht, wie gesagt, dass wir es machen können. Wenn wir dort eine Durchschnittstagesform gehabt hätten in Miribel, hätten wir es auch nicht geschafft. Das ist auch klar. Wie gesagt, der Glücksfaktor war ein bisschen auf unserer Seite. Aber die Regenerationswerte waren auch immer gut. Wir sind taktisch, glaube ich, ganz clever gefahren und haben das einfach auch gut ausgenutzt, dass wir da eine gute Tagesform hatten. So, nochmal ein Blick auf die Gesamtwertung. Quintana vor Bernal, 13 Sekunden. Die ersten vier Fahrer innerhalb von 47 Sekunden. Das wäre sehr schön gewesen, wenn das dieses Jahr bei der Tour auch gewesen wäre. Aber das wird sich mit Sicherheit Primož Roglič relativ sicher geholt haben. Und wenn ich das sage, ist wahrscheinlich Roglič im Zeitfahren beim Bergauffahren hingefallen und hat sich den Finger gebrochen oder sowas. So, dann sehen wir mal. Nairo Quintana ist, ja, ich glaube, unser Go-To-Guy, um das mal nett zu sagen. Nachwuchsfahrerwertung ist er nicht mehr drin. So, Missionen werden sie erst in der Gesamtwertung. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr, dass das Spiel mir gesagt hat, dass ich das gewinnen soll. Ich dachte, unter die ersten fünf oder sowas sollen wir kommen. Also, das Spiel hat einfach auch erwartet, dass wir mit Nairo Quintana gewinnen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Wir haben eine, genau, gewonnene Etappe. Eine, ja stimmt, das war relativ am Anfang noch. 21 Etappen sind wir selber gefahren. Auch schön, dass man dafür Erfahrungspunkte bekommt. Teamwertung, Jomai. Kampfgeistwertung ist Nairo Quintana, wie ich schon gesagt habe, auf der 81. Das können nur die paar Kilometer sein, die er am Berg ab und zu mal alleine unterwegs war. Aber wichtig, die Gesamtwertung, die haben wir gewonnen. Jetzt kommen noch die Credits. Die interessieren uns nicht und wir sehen, dass wir jetzt 2750 Erfahrungspunkte haben. Bedeutet, wir können alles machen, was das Spiel uns bietet.
ist nicht besonders viel, aber wir können es theoretisch machen. Diese Freiheit haben wir jetzt, Herausforderungen können wir auch mal spielen. So, das ist doch super schön. Damit würde ich dann auch die Tour de France 2020 beenden. Wieder mal schöner Triumph mit Nairo Quintana. Schauen, was wir noch für Speicherstände haben. Wir haben natürlich nach wie vor noch unser schönes CSC-Team, wo wir mit Vasi Hasi am Start sind. Das werden wir auch weiter spielen, auch wenn wir wahrscheinlich 46 Saisons brauchen werden, um da endlich mal bei der Tour de France am Start zu sein. Die Dauphiné haben wir mit Bora Hansgrohe fertig gespielt. Wir haben natürlich auch die Tour de France noch mit Primož Roglič, wo wir ja nicht ganz so gut gestartet sind. Dann hier die Tour de France mit Alaphilippe haben wir fertig gespielt. Wir haben die Tour de France mit Bora Hansgrohe fertig gespielt. Da sieht man, wie es immer mehr vom Schwierigkeitsgrad nach oben gegangen ist. Und die Karriere hier haben wir ja noch auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Also da können wir auch noch einiges weiterspielen. Ich überlege auch, ob wir nicht mal ein Profiteam dann starten möchten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man dort dann einfach kein Vasi-Hasi dabei hat, sondern einfach ein Profiteam mal durch die Saison steuert mit richtigen Transfers. Das macht bestimmt auch Spaß. Dann würde sich das immer so ein bisschen abwechseln mit Team Bikeaid. Wir werden natürlich auch Giro d'Italia und Vuelta spielen, nicht hier im Spiel, aber beim Pro Cycling Manager dann auch wieder mit dem Original-Starterfeld. So, bevor ich mich jetzt aber hier komplett totquatsche, sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke für die vielen neuen Abonnenten, für die vielen Daumen, für die vielen Kommentare, für alles einfach. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Momentan geht der Abonnentenzähler auch deutlich nach oben. Also, wenn euch die Videos gefallen, lasst bitte ein Abo da. Ist für mich immer ganz schön, das zu sehen. Motiviert mich, neue Videos zu machen. Und es ist für euch ja kein besonders großer Aufwand. Also, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schaut bald wieder rein und dann sehen wir uns wieder bei einem anderen Let's Play, vielleicht beim Radsport, aber es werden demnächst, das kann ich schon mal versprechen, auch ein paar andere Spiele kommen als immer nur Radsport. Also, Dankeschön und bis bald.